Du bist neu in Legion TD2 oder hast lange nicht mehr gespielt, dann bist du hier genau richtig, denn das ist der Legion TD2 Starter Guide. Ich habe euch das Video unten in die einzelnen Themen unterteilt, dass ihr auch ganz einfach nachschauen könnt, was euch interessiert, falls ihr später nochmal reingucken wollt. Beginnen wir ganz am Anfang. Was ist Legion TD2 eigentlich? Das Spiel ist ein Multiplayer Tower Defense Game. Klingt verrückt. Ist es auch. War zu der Zeit auch einmalig, da gab es nichts anderes da drauf. Ihr habt statt dem Türmen habt ihr Einheiten, die ihr platziert. Und ihr müsst euch natürlich gegen diese Wellen verteidigen und am Ende euren König beschützen. Und der Multiplayer-Aspekt ist, ihr arbeitet im Team zusammen, das heißt, ihr unterstützt euch gegenseitig, ihr greift den Gegner an mit Söldnern, die ihr kauft. Und der muss sich dagegen verteidigen. Klingt ganz simpel, ich gehe noch eher drauf ein. Am Ende ist nur eins klar. Das ist ein unfassbares Spiel, was es zu der Zeit früher noch gar nicht gegeben hat. Mittlerweile eine unglaublich starke Community hat. Es gibt immer wieder Updates, neue Sachen werden reingebracht. Es wird mit der Community gesprochen. Findet ihr die zu stark und so weiter? Da werden Bugs und Nerfs besprochen. Und da wird richtig drauf eingegangen. Das Originalspiel Legion Tower Defense ist damals ein Warcraft 3 Mod gewesen. Kennt vielleicht der ein oder andere noch. Ich habe persönlich das nie gespielt. Ich bin gleich hier eingestiegen, aber daraus ist das Ganze entstanden. Es gibt auch Turniere, einmal im Monat kann man sich anmelden. Der Gewinner kriegt Geld, je nachdem, was für einen Rang man hat, beziehungsweise kriegt man Cosmetic Points oder diverse Karten, die man im Game benutzen kann. Schauen wir uns also an, was sehen wir auf der Startseite. Prinzipiell lässt sich das Spiel in vier Kategorien einteilen, in vier Spielmodi, würde ich sagen. Zuerst den kompetitiven Teil. Da haben wir hier die Rangliste zum einen. 2 gegen 2 Ranglistenmodus hat eine eigene Elo, von dem Elo-Prinzip, so wie man es kennt. Es fängt mit Unranked an, geht dann Bronze, Silber, Gold und so weiter bis nach oben. Man kriegt Rangpunkte, das heißt, deine Punkte, die du hast, die entsprechen deinem Rang. Solltest du einen gewissen Wert übersteigen, zum Beispiel wie ich jetzt, Experte, brauchst du 2000 Rangpunkte, dann kriegst du den Rang dazu. In dem Spielmodus kann man nur Mastermind bzw. strategisch spielen. Das heißt, man kann sich am Anfang eine Legion aussuchen, einen Vorteil für das Spiel und bekommt dann einen zufälligen Roll, wo man dann seine Einheiten aussuchen kann. Klassischer Modus, 4 gegen 4. Mittlerweile wird er ganz oft mit Chill and Send gespielt. Das heißt, du machst dir am Anfang keine Sorgen, was schickst du dem Gegner für Einheiten rein. Die werden von alleine geschickt, immer dein ganzes Mythium, was du gesammelt hast, wird in Söldner umgewandelt. Jede Runde, du kriegst Bonusgold dafür. Ja, 4 gegen 4 ist es im Großen und Ganzen. Hat noch eine kleine Besonderheit, es gibt noch den Spezialmodus, den Eventmodus. Da hat man immer verschiedene Spielmodi mit einer Extra-Regel, wie man hier sieht zum Beispiel. Der Hot Mode Super Fiesta. Der wechselt immer mal durch, es gibt einen Tower Defense Mode, es gibt Giga Mercs und so weiter. Man kann im Game dann ja voten, ob man diesen Spielmodus mitnehmen möchte. Dann kann man den spielen oder eben nicht und dann wird es normal gemacht. Wird auch ganz häufig gesehen, macht auch unheimlich viel Spaß, viel Abwechslung dabei. Das sind schon mal drei. Das heißt, wir kommen zum vierten, Solo und Kooperativ. Zum einen haben wir hier die Kampagne, das heißt, der Computer und du, ihr habt spezielle Einheiten, die ihr spielen müsst. Und dann musst du gewinnen und dann kriegst du, je nachdem, was du für Aufgaben abschließt, Sterne dazu. Computerliga, das heißt, du spielst gegen Bots mit einem zusammen. Das sind zwei gegen zwei. Wenn es euch interessiert, ich habe den Bot Beatdown hochgeladen. Könnt ihr euch gerne angucken. Kann man auch selber spielen, ganz entspannt, so zum Training. Verschiedene Herausforderungen, da gibt es immer eine Welle. So gut man die schafft, kriegt man Punkte und so weiter. Kommen wir also zum Ausbildungsplatz. Das Wichtigste von allem, das Tutorial. Ist unfassbar gut mittlerweile. Ja, also es gibt kaum ein Tutorial, was so ausführend ist, wie es gerade hier in diesem Spiel. Guckt es euch gerne an. Ja, ich kann es euch nur empfehlen. Ihr drückt hier drauf, könnt die einzelnen Abteile spielen. Da wird euch gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Tutorial starten geht los. Na, kriegt ihr sogar Erfahrungspunkte. Steht auch in die Dauer da, wie lange das dauert. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, guckt euch das Video an. Na, dafür habt ihr ja drauf geklickt letzten Endes. Top-Spiele, da kann man sich noch ein bisschen was ansehen, Codex. Und der Sandbox-Mode ist unglaublich gut, um neue Strategien zu probieren. Ich werde es benutzen,
Um euch das Spiel näher zu bringen, um euch die Sachen zu zeigen, werde ich zwischen Computermodus und Setbox-Modus wechseln, damit ihr ganz genau seht, was ihr sehen müsst. Zum Start des Spiels sucht man sich erstmal seine Legion aus. Man hat hier 8 zur Auswahl, beziehungsweise 9, das ist Mastermind. Das heißt, mit dem zufälligen Roll zu Demonstrationszwecken nehme ich allerdings jetzt erstmal die Elemente. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was sehen wir eigentlich? Fangen wir ganz oben an. Ganz oben seht ihr die Welleninformationen der nächsten 5 Wellen. Das heißt, ihr seht, was da für Gegner kommen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, am Anfang kommen diese Krabben, die Hüpfer und so weiter. Am Ende die Skorpione. Das wird später noch wichtig, aber erstmal, dass ihr die Informationen dazu bekommt. Links, darunter, seht ihr den Erdkönig. Dieses kleine Erdbild. Daneben sind seine Leben 100% grün. Das ist mein König, unser King. Den müssen wir verteidigen. Auf der rechten Seite dann natürlich der gegnerische. Der Himmelskönig, rote Leben, den müssen wir angreifen. Darunter ganz kleine, schwarze, freie Flächen. Das sind die King Upgrades. Dazu kommen wir gleich noch. Wir sehen auf der rechten Seite die Punktewertung. 400 ist die Wertung an sich. Wie viele Worker hat man, wie viel Gold hat man, wie viele Einheiten hat man. Und ist so ein kleiner Hinweis darauf, wie gut man im Spiel gestellt ist. Heißt allerdings nicht, dass der ganz oben ist, automatisch gewinnt, sondern einfach nur, dass der mehr Gold an sich in diesem Spiel hat. Schauen wir auf die linke Seite. Da haben wir die Weltinformation. Ist so ein kleines Fenster, kann man bewegen. Ich habe es immer gerne an der Position, weil das nicht so viel verdeckt. Das kann man aufmachen, indem man unten rechts auf diese Wellentipps geht. Das ist dieses kleine Buch. Da geht die auf und zu. Da seht ihr, was für Wellen demnächst kommen, was die für Schaden- und Verteidigungswerte haben und was dagegen gut ist, beziehungsweise die empfohlene Kampfstärke, die wir brauchen. Wozu wir zu einem rechten Fenster kommen, seht ihr die Angriff- und Verteidigungstypen. Ist ein ganz klassisches Scherstein-Papier-Prinzip. Das heißt, das eine ist gut gegen das, aber schlecht gegen das. Links ist immer der Angriff, oben ist die Verteidigung. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Stumpf gehen, macht die wenig Schaden gegen die leichte Verteidigung, wenig gegen die natürliche, mehr gegen verstärkt, mehr gegen Arkan. Und so zieht sich das durch. Die sollte man sich einprägen oder immer offen haben, um nachzuschauen. Gerade am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu behalten. Deswegen lasse ich die auch immer offen, damit man sich das immer anschauen kann. Kommen wir nun unten links in der Ecke. Da sehen wir erstens meinen Namen. Dann links daneben ist ein kleines Symbol. Das zeigt, welche Legion ich gewählt habe. In dem Fall Elemente. Der Mastermind-Computer hat die Burg genommen. 0 Verteidigung, das heißt, ich habe noch keine Einheiten gebaut. Und 2 Worker, die hat man automatisch immer schon vom Anfang an. Schauen wir uns nun die Mitte an. Das ist unsere Lane. Diese ganzen karierten Kästchen. Da platzieren wir unsere Einheiten und unsere Verteidigung drauf. Wir können einmal kurz nach rechts gehen. Dann sehen wir den Bot. Der hat zum Beispiel schon eine Einheit platziert. Das ist der Green Devil da oben. Sollten wir nicht verteidigen können, das heißt die Gegner durchbrechen und unsere Verteidigung versagt, dann gehen die Einheiten den Weg hier runter bis zu unserem König und dann greifen die den an. Der König allerdings ist nicht schutzlos, der greift zurück an. Der hat den Schadenswert, der hat den Verteidigungswert und den Lebenswert. Wir drücken hier mal drauf, dann sehen wir oben links in der Ecke sein Fenster, der Erdkönig, 3900 Leben, 0 von 3. Das heißt, nach jedem dritten Angriff macht er so einen Zauberschaden, der allen Schaden macht. Er hat 13 Universalschaden und 0 Verteidigung. Das heißt, er kriegt von jedem gleich viel Schaden. Ja. Er hat auch hier ein paar Buffs, die kann man sich alles angucken. Blitzhammer, Durchdringen, Bossheit und der Riesentöter. Diese Werte sind nicht fest. Man kann den König immer aufwerten, indem wir unten, das machen wir links, gehen wir auf die Königsaufwertung und dann können wir das ausklappen und wir sehen 3 Upgrades, die wir dem König geben können. Ganz oben natürlich der Angriff. Wie man schon sieht, erhöht den Schaden des Königs um 12,5%. Man kriegt Einkommen dazu. Das ist die Lebensregeneration und das ist der Zauberschaden, also der Flächenschaden, den der König macht. Wenn wir jetzt hier einen Punkt reinstecken, dann würde oben in der Leiste ein Punkt erscheinen mit der jeweiligen Farbe. Wir können alles 10-mal upgraden, dann ist der King komplett. Der greift an, verteidigt sich sozusagen selber, regeneriert auch. Nicht von alleine, du musst mindestens eine Regeneration gebaut haben, sonst heilt er sich nicht. Hier ist es so, dass er auch jede Runde mehr Leben dazu bekommt, umso später die Wellen werden. Jetzt hat er 3900 Leben, Welle 10 hat er dann vielleicht 10.000. Jetzt kommen wir zu den 2 Ressourcen von diesem Spiel, Legion Tower Defense 2. Zum einen Gold. Haben wir 250. Das nutzen wir zum einen, um Einheiten zu bauen und zum anderen, um Worker zu bauen. Worker kostet immer 50 Gold und er bringt uns die zweite Ressource und das ist Mythium. Mythium nutzen wir zum einen, um unseren König aufzuwerten, damit er stärker wird und besser verteidigen kann
und zum zweiten, um dem Gegner Einheiten zu schicken, Söldner, damit er die Welle nicht halten kann. Rechts neben dem Gold sehen wir zum einen das Einkommen, das liegt aktuell bei 3 Gold, das heißt, wir bekommen jede Runde 3 Gold. Das Einkommen steigert, je nachdem, wie viel wir unser Mythium benutzt haben, das heißt, King Upgrades und Zens bringen uns ein höheres Einkommen, das jede Runde steigert. Würde ich jetzt was schicken, würde ich 6 Einkommen bekommen und dann bekomme ich jede Runde 9 Gold. Das heißt, es steigert sich exponentiell nach oben. Darunter ist die Worker-Anzahl. Aktuell haben wir 2 Stück. Das heißt, wir bekommen alle 10 Sekunden 2 Mythium dazu. Das nur erstmal, damit man es gesehen hat. Wir haben zur Auswahl unten unsere Einheiten. 6 Stück, Tier 1 bis Tier 6. Das heißt, umso höher die Tierstufe ist, desto teurer sind die Einheiten, aber desto stärker sind die. Aber wie fangen wir denn nun eigentlich an? Ganz einfach, wir brauchen für die erste Welle, wie wir links sehen, 150 empfohlene Kampfstärke. Das ist immer empfohlen, ja, das heißt, ist kein Muss. Man kann natürlich auch, je nach Playstyle, kann man mehr oder weniger bauen. Gerade für anfängliche Spieler, die neu dabei sind, empfiehlt es sich natürlich immer, an diesem Wert möglichst dran zu bleiben. Mittlerweile kamen viele Updates in diesem Spiel raus. Das heißt, uns wird bereits eine Einheit empfohlen, wie wir unten sehen. Der ist grün umrandet. Das heißt, der Computer sagt, wenn du diese Einheit baust, schaffst du die erste Welle. Machen wir also, wir nehmen uns den Mudman oder den Schlammmann und können den einfach so platzieren. Na, wo wir wollen. Das heißt, wir können auch zwischen den Feldern machen, das ist egal, ich kann ihn ganz vorne oder ganz hinten hin platzieren. Das spielt erstmal keine Rolle. Dieser kleine grüne Kreis, der um ihn herum ist, ist seine Angriffsreichweite. Dann nehmen wir den Mudman und platzieren den. So, der ist da. Und wir sehen schon unten, der Value-Wert unserer Kämpfer hat sich auf 140 erhöht, weil der Mudman 140 Gold gekostet hat. Ja, wir haben jetzt noch Gold übrig. Das heißt, wir sind ungefähr auf dem Wert, den wir haben wollen. Und jetzt können wir uns 2 Worker holen. 1, 2. So, jetzt haben wir 3 und jetzt haben wir 4. Das heißt, wir bekommen alle 10 Sekunden 4 Mythium dazu. Wir gehen nochmal in die Pause rein. Mudman steht, 2 Worker gebaut. Jetzt haben wir unser Gold ausgegeben. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Mythium? Wir können, ihr habt es ja schon gesehen, hier ausklappen. Da können wir den King aufwerten. Wird stärker für spätere Wellen, wenn wir durchlassen und so weiter. Wir können aber auch auf den Angriff hier gehen. Und dann können wir dem Gegner Einheiten schicken. Söldner. Die greifen mit an, zusätzlich zu der Welle. Obendrauf. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Schnecke schicken. Dann kriegt er Welle 1 diese Krabben und die Schnecke obendrauf. Ist eine schwache Einheit. Ihr seht es oben. Hier ist nochmal alles dargestellt. Schnecke kostet 20 Mythium, ist mehr eine Tank-Einheit, also macht nicht viel Schaden, hält ein bisschen was aus und man kriegt 6 Einkommen dafür. Wer jetzt mehr Informationen haben möchte, kann die Steuerungstaste drücken. Haltet ihr die gedrückt, dann seht ihr ganz genau, die Schnecke macht stumpfen Schaden, hat verstärkte Verteidigung, 240 Leben und 7 Schaden pro Sekunde. Ist ein Nahkämpfer. Ihr könnt bei jeder Einheit, auch bei euren eigenen, bei Mudman zum Beispiel, die Steuerungstaste gedrückt halten und bekommt mehr Informationen raus. Ihr bekommt raus, was hat er für Angriff, was hat er für Verteidigung, Leben, ist er Nahkämpfer, ist er Fernkämpfer, hat er eine Fähigkeit, in dem Fall hat der Mudman Verhärten, ist eine Fähigkeit, na, steht auch da, kriegt er weniger Schaden. Und wir sehen das optionale Upgrade, was wir ihm geben können. Wir können ihn zum Golem upgraden, kostet 265 Gold. Und dann können wir ihn auch nochmal verhärten lassen. Klicken jetzt auf den Mudman drauf, unten sehen wir haben hier das Upgrade. Symbol, das heißt, wir können ihn hier aufwerten zum Golem oder rechts die Verhärtung machen. Da stehen übrigens auch immer die Hotkeys. Ja, das heißt, verhärten wir jetzt hier T, wenn ich jetzt T drücke, dann verhärtet er sich. Worauf ich hinaus will, wollen wir Welle 1 was schicken dem Gegner oder wollen wir unseren King aufwerten? Für neue Spieler empfiehlt es sich, dass wir den King aufwerten. Das heißt, wir können Angriff, Regeneration oder Zauber nehmen, um den King aufzuwerten. In der Mitte macht keinen Sinn, weil der King hat noch keinen Schaden bekommen. Das heißt, wir nehmen entweder Angriff für einzelne starke Gegner oder wir nehmen den Flächenschaden, wenn wir befürchten, dass mehr durchkommt. Je nach Präferenz unterschiedlich, bringt das Gleiche. Ich gehe jetzt hier auf den Angriff. Da drücke ich einmal drauf. Und oben seht ihr,
dass unser King jetzt einen roten Punkt hat. Das heißt, er hat eine Angriffsaufwertung bekommen. Wenn die Leiste voll ist, ist der King komplett ausgebaut. Das heißt, er hat dann alle Upgrades 10-mal erhalten. So, da unsere Einheiten platziert sind, Gold ausgegeben, Mythium ausgegeben, wird es Zeit, dass wir uns die erste Welle anschauen. Das heißt, ich starte das Spiel. Wenn ich auf Bereit drücke, geht es sofort los. Zack. Und dann seht ihr, wie die erste Welle kommt. Am Anfang seht ihr immer, was ihr und die Gegner gebaut habt. In dem Fall ist da oben ein Mudman zu sehen. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. Dann seht ihr auch ganz genau, wie der Mudman die einzelnen Krabben angreift. Für jeden Kill, den er macht, kriegen wir Gold. Das wird uns gut geschrieben. Dafür können wir dann mehr Einheiten platzieren. Die Welle ist beendet. Was passiert jetzt? Zum einen können wir jetzt hier runtergehen. Zum einen sehen wir da unseren Mudman stehen, hier drüben, und den Green Devil von unserem Teammate. Das heißt, wenn die Wellen geschafft werden, werden die Einheiten hier runter teleportiert und verteidigen den König. Das heißt, sollte einer von uns nicht halten, werden unsere Einheiten runter teleportiert und du hast immer noch die Chance, die Welle abzuwehren, bevor der König eingreifen muss. Für Welle 2 sehen wir schon, dass der Computer uns vorschlägt, diesen Windfalken da unten zu bauen, der in dem Bereich drin ist, dass wir auf 210 Kämpferwert kommen. Links, Welle 2 sehen wir, der Angriffstyp ist stumpf, Verteidigungstyp Arkan. Das heißt, je nachdem können wir dann unseren Angriff und Verteidigung planen. Der empfohlenen Typen sind stumpf, in dem Fall wäre es auch Stich, oder als Verteidigungstyp ist es die leichte Verteidigung oder natürliche Verteidigung. Schauen wir uns also den Windfalken an. Wir sehen schon, er hat stumpfen Angriff, natürliche Verteidigung. Und wir sehen schon, plus 15% Schaden kriegen wir daraus. Und die haben 10% verstärkte Verteidigung für diese eine Welle. Kostet 85 Gold. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den Windfalken. Wir könnten ihn jetzt hier hinter den Mudman stellen, davor, irgendwo anders hin. Aber wir machen einen Split. Das bedeutet, wir teilen unsere Einheiten auf, damit sich die Welle aufteilt. Ich demonstriere das einfach, indem ich den Windfalken jetzt hier rechts hinstelle. Ihr werdet sehen, ich nehme den Windfalken, platziere den hier auf die andere Seite, auf die gleiche Ebene wie den Mudman. Das bedeutet, dass wenn die Welle kommt, die kommt immer durch diese Höhle. Das heißt, links und rechts werden die aufgeteilt, ungefähr 50%. Das heißt, es wird alles nicht auf eine Einheit konzentriert, sondern auf beide verteilt. Somit kann man auch seinem Kämpferwert auch noch mehr rausholen. Wir sehen jetzt unten, unser Kämpfer-Value ist 225. Wir sind 15 über den empfohlenen Wert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Welle halten, ist sehr hoch. Jetzt haben wir aber noch 20 Mythiums zur Verfügung. Wie gesagt, für anfängliche Spieler empfehle ich immer erstmal den König aufzuwerten. Ich werde jetzt aber zu Demonstrationszwecken eine Schnecke schicken. Ja, das heißt, wir gehen hier wieder auf dieses Angriffssymbol, schicken eine Schnecke rein und können es wieder zuklappen. So, was passiert als nächstes? Wenn ich jetzt hier auf Go gehe, wird die Schnecke hier auftauchen in unserem Angriffspool. Die wird unseren Gegnern zugeschickt und die greift mit an. Wir können ja mal schauen, was passiert, ob der Gegner uns auch was geschickt hat. Ich werde hier auf Start gehen, unsere Schnecke erscheint. Habt ihr es gesehen? Die wurden wegteleportiert. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, auf die Welle von unserem Gegner, er hat jetzt hier zum Beispiel einen Pyro platziert, zur Verteidigung. Hier kommt die Welle an und da sehen wir schon, unsere Schnecke ist ganz weit vorne mit dabei. Das bedeutet, unsere Schnecke greift jetzt mit an. Wenn wir jetzt keinen großen Einfluss haben, die Schnecke wird abgewehrt von dem Pyro, gegen den Pyro kommt die Schnecke nicht an. Aber ihr seht, dass wenn ich jetzt Einheiten schicke, kommen die beim Gegner an und er muss sich mit denen verteidigen. Er kriegt dafür aber auch Gold. Also ist immer eine Abwägungssache. Man sollte schicken, entweder weil man selber Gold braucht, für wegen dem Einkommen, oder weil man den Gegner schwächen kann, indem man auf Wellen schickt, indem er nicht so gut ist, dass er die nicht hält und dass wir dann zum König durchkommen. Kommen wir zurück zu meiner Welle.
Wir gehen auf die Höhle, wir sehen, zwei Aufwertungen sind passiert. Das heißt, der Gegner, der auf uns schickt, hat jetzt zweimal den König aufgewertet. Er hat uns keine Einheiten geschickt, sondern einfach den König verstärkt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht mit mehr Einheiten rechnen und sind die Runde absolut sicher. Und wir sehen, die Wellen teilen sich 50-50 auf den Windfalken und auf den Mudman. Ist relativ gut zu sehen. Es wird einfach abgewehrt. Wir kriegen das Gold dazu und haben sozusagen den Schaden aufgeteilt, dass nicht alles auf eine unserer Einheiten konzentriert wird. Da drüben wird noch gekämpft. Welle abgeschlossen. Zack. Nummer 3. Wir pausieren. Welle 3. Wir sehen schon links Hüpfer kommen. Magischer Schaden, natürliche Verteidigung. Was können wir dagegen machen? Entweder wir bauen selber magischen Schaden, um die natürliche Verteidigung zu durchbrechen. Habe ich in dem Fall nicht zur Auswahl. Man kann immer durchgehen, aber ich weiß das schon. Ja. Oder wir haben arkane Verteidigung. Die haben wir, wird uns auch vorgeschlagen, und zwar ist es der Wassergeist. Ich gehe rüber über den Wassergeist und da sehen wir, er hat Stichschaden, ja, 15% weniger Schaden auf dieser Welle, aber die arkane Verteidigung ist da. Wir sehen auch den weiteren Vorteil, er hat DPS, das heißt, es ist eine Schadenseinheit, und er hat Flächenschaden, AOE. Fernkampfeinheit trifft mehrere Ziele, mehrere Entwicklungspfade. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und Steuerung drücken, dann sehen wir noch mehr. Sprungwasser ist die passive Fähigkeit. Jeder Angriff springt auf einen Gegner in der Nähe über. Und das ist Fähigkeitsschaden. Wir sehen auch eine Reichweite von 400, eine Fernkampfeinheit. Im Gegensatz zu den Nahkampfeinheiten wird die Einheit immer schießen und wird nicht vorgehen, um die Gegner zu verteidigen. Wenn wir jetzt den Wassergeist auswählen, dann sehen wir schon, er hat einen viel größeren Radius, in dem er angreifen kann. Ja, es geht über 3,5 Felder nach vorne. Wir könnten natürlich ihn dahinter stellen. Das macht immer am meisten Sinn bei anderen Spielen. So, Fernkämpfer hinten, die machen den Schaden. Hier ist es aber anders. Hier ist es so, dass wir am besten die Fernkampfeinheit vor die Nahkampfeinheit platzieren. Ich werde auch noch einen Platzierungsguide machen, da sieht man ein bisschen mehr, aber für den Anfang ist es so, dass wir den Wassergeist vor dem Mudman platzieren, und zwar innerhalb von seiner Angriffsreichweite. Das hat den Vorteil, der Wassergeist greift an, der Mudman läuft nach vorne und wehrt die Wave ab. Er ist sozusagen die Frontline und der Wassergeist kann weiterschießen. Ich werde ihn auf diese Ebene platzieren. Profispieler machen das noch ein bisschen interessanter. Die lassen den Wassergeist mit abwehren und so weiter. Kommen wir später dazu. Brauche ich nicht interessieren, wir sind da ganz am Anfang. Wassergeist vor den Mudman platzieren. Wichtig beim Split ist auch immer, dass man sich überlegt, welche Seite soll die starke Seite sein. Manche machen es links, so wie ich, manche machen es rechts. Ja. Das heißt, wir machen auf die linke Seite unsere Fernkämpfer und rechts ist sozusagen nur die Verzögerung. Das heißt, da wird nur ein bisschen abgewehrt, das, was übrig ist, kommt sowieso nach links rüber. Wassergeist wird platziert. Wir sehen, den Kämpferwert haben wir erreicht von 275 und haben noch 55 Gold übrig. Jetzt wird empfohlen, kauft doch einen Worker. Und genau das machen wir. Wir kaufen einen Worker, haben 5 Stück. Das heißt, alle 10 Sekunden kriegen wir 5 Mythium dazu. Jetzt fährt man natürlich noch den König auf, weil wir genug übrig haben. Und dann geht es in Welle 3 rein. So, der Wassergeist schießt und der Mudman stellt sich genau vor ihn hin und wehrt ihn ab, dass er nicht angegriffen wird. Der Windfalke ist schnell tot, hat natürlich Verteidigung und hält den magischen Schaden einfach nicht aus. Das ist das Prinzip der Verteidigung. Das heißt, wir bauen unsere Einheiten auf, sowohl Fernkampf als auch Nahkämpfer. Und wie wir sehen, hat rechts der Gegner die Welle nicht halten können. So, magische Barriere durch. Hier drüben steht noch der Pyro. Der hat jetzt noch die Chance, das Ganze abzuwehren. Wir bekommen dafür Gold und die aber auch. Ja, das heißt, wenn wir jetzt jemanden durchlassen würden, würden wir davon profitieren? Wir sehen es auf der rechten Seite. Der Computer, der durchgelassen hat, ist der gelbe. Er hat weniger Geld bekommen, deswegen ist er unter uns allen mit 0,7 und wir haben 0,8. Wir haben jetzt die nächste Welle erreicht. Wir sehen schon die Flughühner. Dumpfer Angriff, leichte Verteidigung. Wir sollen Stichschaden bauen. Zack. Haben wir.
Kommen wir also zu den Upgrades. Wir könnten jetzt natürlich noch mehr Wassergeister bauen, wird uns hier auch empfohlen, aber wir können auch den Wassergeist nehmen und können ihn upgraden. In dem Fall haben wir 115 Gold übrig, wir graden ihn ab, dann wird er zum Tsunami, da muss ich erstmal wieder kurz starten, ist jetzt der lila Wassergeist und der lila Wassergeist hat natürlich andere Vorteile. Zum einen, jedes Upgrade ist immer stärker als das vorhergehende. Das heißt, er macht automatisch mehr Stichschaden, hat mehr Leben und er hat nochmal den Extra-Bonus. Jeder Angriff auf zwei Gegner in der Nähe geht's über und erhöht den erlittenen Fähigkeitsschaden um 20%. Wenn ich jetzt noch eine Einheit hätte, die Fähigkeitsschaden macht, das heißt die normalen Wassergeister, wird der Schaden erhöht. Prinzipiell müsst ihr euch merken, ein Upgrade ist immer besser als mehr Einheiten zu bauen. Immer. Weil die Steigerung extrem groß ist. Na, wir reden ja nicht von, du wertest den auf für 115 Gold und hast dann 50% mehr Stärke, sondern einfach mal 3 oder mal 4, weil die natürlich auch mehr Leben und mehr Schaden haben. Bei den Platzierungen natürlich, was sind Fernkämpfer, was ist Nahkämpfer, merkt euch das. Ihr geht über die Einheiten drüber, ihr drückt die Steuerungstaste und dann seht ihr ganz genau, haben die Reichweite oder sind es Nahkämpfer. Wir sehen auch noch mehr dazu, zum Beispiel, ob das die Einheiten fliegend sind, zum Beispiel Fähigkeiten und so weiter. Steuerungstaste ist euer Freund. Zu 100% immer Steuerung drücken, wenn ihr die Einheit nicht kennt. Ihr seht ganz genau, was da abgeht. Kommen wir erstmal zum Angriff. Angriff vollkommen klar. Wir wollen natürlich, dass unser Gegner die Welle nicht halten kann. Was schicken wir am besten, damit der Gegner die Welle nicht halten kann? Um das rauszufinden, drücken wir die Tab-Taste. Bei der Tab-Taste sehen wir zum einen unsere Lane und die unseres Teammates. Wir sehen hier unseren Mudman, wir sehen unseren Windfalken und den Tsunami, rechts der Green Devil Gargoyle. Ihr merkt es, na? Wir sehen, wie viel Gold wir pro Welle kriegen, wie viel Mythium kriegen und wie unser Kämpferwert aussieht. Er hat zum Beispiel 260 drunter, aber er hat doch nichts gebaut wahrscheinlich. Darunter sehen wir die Söldner, die wir den Gegnern schicken. Ich schicke zum Beispiel, ich bin rot. Ich schicke auf Gelb. Und unser blauer Freund schickt auf Türkis. Was schicken wir nun? Ja, wenn ihr die Tab-Taste gedrückt haltet und auf die Leertaste drückt, dann seht ihr die Gegner. Unglaublich wichtig. Merkt euch das. Tab-Taste, Leertaste, dann seht ihr die Lane eures Gegners. Ja, oben seht ihr rot, das bin ich. Und das ist die Lane unseres Gegners, der Gelbe. Wir gucken hier drauf. Er hat einen Pyro, 1780 Leben. Na, magischer Schaden, verstärkte Verteidigung. Er kriegt mehr Schaden durch stumpfen Angriff und das haben wir mit diesen Hühnern mit dabei. Die machen den Schaden, den stumpfen Angriff, den wir brauchen, um ihn platt zu machen. Das heißt, was schicken wir? Wir gehen erstmal auf unseren Angriff, um auf Gelb zu schicken. Viele haben wir nicht zur Auswahl. Wir haben 40 Mythium, später hat man mehr, wie man sieht. Die Einheiten werden immer stärker und größer. Also was schicken wir bei der verstärkten Verteidigung? Im besten Fall stumpfer Schaden. Der ist mit dieser Wave, mit den Hühnern, aber schon abgegolten. Das heißt, wir könnten natürlich noch mehr stumpfen Schaden reinschicken. In dem Fall wären das die Schnecken, die dann mehr Schaden machen, in der Hoffnung, dass der durchgeht. Wir können aber auch Arkane Verteidigung schicken. In dem Fall eine Turtle oder die Drachenschildkröte. Die sorgt dafür, dass der Schaden, den der Pyro macht, auf die Turtle übergeht. Und durch die Arkane Verteidigung hält es viel mehr aus, ist auch eine Tankeinheit. Das heißt, hat sowieso mehr Leben, weniger Schaden. Also entscheiden wir uns hier erstmal für die Drachenschildkröte. Kriegen 12 Einkommen dazu, was wir nächste Runde dann natürlich wieder bekommen. Und können uns das Ganze gleich mal anschauen. So, Drachenschildkröte ist in unserem Pool mit drin. Wir können auch, wenn wir auf Tab gehen, jetzt sehen, ich schicke eine Drachenschildkröte. Drücke ich Leertaste, ist das auf einmal oben, weil wir sehen, okay, aus der Höhle kommt eine mit raus. Wir können jetzt erstmal rübergehen zu unserem Gegner und schauen uns die Wave da an. Drachenschildkröte kommt, er hat was Neues dazu gebaut. Die wird zuerst angegriffen. Das bedeutet, hier wurde länger ausgehalten und die Hühner konnten mehr Schaden machen. Er hat natürlich mehr gebaut, dadurch hat er die Welle gehalten, aber umso später das wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wir schicken mehr Sachen rein, dass die Welle nicht halten würde. Jetzt ist der Pyro schon fast tot. Hätten wir die Turtle jetzt nicht geschickt, dann hätte er bestimmt noch die Hälfte seiner Leben übrig. Wir sehen, jetzt ist die Verteidigung da. Gucken wir drüben. Hat unser Teammate verkackt. Ja, er hat einen Grobian gekriegt und einen Robo. 100 Mythium insgesamt hat er geschickt bekommen.
und er hat die Welle nicht halten können. Das heißt, unsere Einheiten, der Madman und der Tsunami, der noch leben, der Windfalke ist tot, können jetzt das Ganze noch verteidigen. Welle abgeschlossen und jetzt können wir noch verteidigen. Sollten wir das nicht schaffen, wonach es aussieht, dann geht es zum König und er muss verteidigen. Der König wird angegriffen, er greift zurück an und verliert einiges an Leben. Wir kriegen ab und zu noch ein bisschen Gold daraus. Das ist also das Grundprinzip des Spiels. Das heißt, wir bauen Verteidigung auf, differenzieren zwischen Nah- und Fernkämpfern, bauen den Split auf, schicken dem Gegner Einheiten. Kommen wir jetzt noch zu nützlichen Hotkeys, die man sich merken kann. Wir sehen unten in unserer Leiste, haben wir 6 Einheiten stehen. Wenn wir nicht immer draufklicken wollen, sondern die schnell bauen wollen, fängt es an mit unserer ersten Einheit T1, Atom, ist Q. Das heißt, wenn ich Q drücke, habe ich das Atom zum Bauen. Rechte Maustaste zum Abbrechen. Drücke ich W, habe ich den Wassergeist. Drücke ich E, habe ich den Windfalken. Und so zieht sich das durch. Ja? Das heißt, da hat man Hotkeys, die man nutzen kann, um in dem Fall leichter und schneller seine Einheiten zu platzieren. Zum anderen gibt es eine schnellere Variante, um sich die Lane des Gegners anzugucken. Und zwar, indem wir Rechtsklick machen auf das Angriffssymbol. Da kommen wir immer direkt rüber. Und wenn wir jetzt wieder zu uns wollen, können wir die Leertaste drücken. Dann sind wir immer wieder da. Ja, das heißt, einmal rüber, einmal zurück. Relativ einfach, ist leichter, als wenn wir uns die ganze Zeit über die Minimap oder so navigieren. Kommen wir jetzt zur Kommunikation mit eurem Teampartner. Wenn ihr die Enter-Taste drückt, öffnet sich der Chat. Da könnt ihr Sachen reinschreiben, logischerweise, für eure Verbündeten. Aber wenn ihr /all drückt, dann geht es an alle Spieler. Das heißt, auch die Gegner sehen eure Nachricht. Wenn man jetzt zum Beispiel Good Game am Ende des Spiels schreibt, macht das Sinn. Eine andere Variante, miteinander zu kommunizieren, ist das Ping-System. Ihr drückt die rechte Maustaste und haltet sie gedrückt. Bewegt sie ein kleines bisschen und dann kommt so ein Rad. Ihr seht immer die nächsten 3 Waves. Kleines Smiley, Sprechblase, wie auch immer. Das Symbol, das ihr Mythium sammeln wollt. Ja, wenn ihr die rechte Maustaste loslasst, dann wird dieser Ping ausgelöst und es steht da, möchte Mythium sparen. Daumen nach oben, ganz klar. Ihr wisst, wie das ist. Na, Fragezeichen heißt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn wir uns jetzt aber auf die 3 Wellen konzentrieren, 5, 6 und 7, was die nächsten 3 Wellen sind, wenn wir da die rechte Maustaste losschicken, gehen wir zum Beispiel hier auf die 6, bedeutet das, wir möchten auf dieser Wave, also Welle 6, wollen wir dem Gegner Einheiten senden. Wir können auch das Mythium sammeln und dann für eine spätere Welle aufheben, um dann große Menge an Einheiten zu schicken oder stärkere Einheiten. Wir sehen oben, da wo unsere Welleninformation ist, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, sehen wir, was wir geschickt bekommen haben. In dem Fall auf den Hüpfer 0, auf den Hühner 0, das ist die aktuelle Wave. Wir sehen, wie viel Gold es gibt, nochmal den Angriff, Verteidigung der Einheiten und wir können, wenn wir da draufklicken, unserem Teammate signalisieren, dass wir wahrscheinlich auf dieser Wave angegriffen werden, damit er so ein bisschen ausgleichen kann. Ist auch eine coole Kommunikation. Na, das heißt, wenn er mir jetzt zum Beispiel auf der 5 schicken würde, dann würde ich jetzt hier sehen, zum Beispiel 100. Ganz einfache Regel. Bau keine Worker, wenn du nichts geschickt bekommen hast, weil du willst das Gold haben von den Einheiten. Das war's erstmal mit dem Legion TD2 Starter Guide. 30 Minuten Input sollten reichen für die Grundlagen. Vergesst nicht, das Video ist unterteilt in die einzelnen Themen. Ihr könnt euch gerne später nochmal einzelne Themen anschauen, wenn euch das interessiert. Vergesst nicht auch auf der Internetseite vom Legion TD2 Wiki nachzuschauen. Da findet ihr auch noch viele Informationen dazu. Das soll es aber für den Guide erstmal gewesen sein. Lasst gerne Feedback da, ob ich euch weiterhelfen konnte, ob ihr was gelernt habt. Würde mich mal interessieren. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.